Hallo, liebe Community. Gestern oder mittlerweile vorgestern im Chat, da kam die Frage auf, was ist der LDD oder wie er eigentlich heißt, Lego Digital Designer. Boah, schweres Wort um die Zeit. Wir haben mittlerweile 10 nach 1. Ja, was ist das? Es ist eine Software, womit man unendlich viele Lego-Teile hat. Eigentlich so ziemlich alle wichtigen Teile, die man heutzutage so braucht und womit man halt virtuell bauen kann. Und in diesem Video möchte ich jetzt ganz gerne mal auf die Basics eingehen von der Software. Wie man halt Sachen baut, wie man die Teile verdreht, wie man sich dann die Bauanleitung anzeigen lassen kann. Und ganz wichtig, weil die Frage auch immer wieder aufkommt, wie man eine Teileliste erstellen kann aus dem, was man da gebaut hat. Ja, also Bauanleitung zeigt das Programm einem halt an, allerdings nicht so direkt, welche Teile man da verbaut hat. Also zumindest habe ich die Funktion im Programm noch nicht gefunden. Ich habe aber eine Möglichkeit im Programm gefunden, wie wir uns dann aus dem Gebauten eine Excel-Tabelle erstellen lassen können, um dann halt auch zu sehen, was für Teile dann drin sind. So, dann starten wir das Programm einfach mal. Ist jetzt der Digital Designer 4.3. So, jetzt hier haben wir als erstes mal drei Auswahlmöglichkeiten. Wir haben einmal den Standard Digital Designer. Bei dem ist das so, dass die Teile, die man hier links dann schon mal sieht, in allen erdenklichen Farben da sind. Den benutze ich persönlich nicht so gerne, weil ich das sehr, sehr unübersichtlich finde. Denn wenn man dann halt eine so eine Teilegruppe aufmacht, da hat man dann so viele Teile drin und dann auch so viele Teile doppelt, weil sie halt in so vielen Farben vorhanden sind, dass da doch sehr, sehr schnell das Problem entsteht, dass das Ganze ein bisschen unübersichtlich wird. Dann haben wir hier die zweite Variante. Da kann man dann so ein bisschen Mindstorms-mäßig bauen. Da hat man dann halt so ein paar vorgegebene Roboter, die man dann nachbauen kann. Und wir benutzen jetzt hier die Extended-Fassung, wo man einfach am meisten Teile zur Verfügung hat und dementsprechend richtig viel bauen kann. Das Einzige, das werdet ihr gleich sehen, was an der Stelle halt ein bisschen komisch erstmal ist, ist einfach die Tatsache, dass die Teile, die dort vorhanden sind, in Rot alle dargestellt sind. Das heißt, dann müssen wir, nachdem wir gebaut haben, müssen wir die Farben noch ändern. So, ich fange dann jetzt einfach mal an. Ich habe mir auch überlegt, was wir bauen. Und zwar möchte ich mit euch jetzt einen Eisenbahnanhänger bauen. Ne? So, ihr seht jetzt erstmal hier so die Grundplatte. Das ist von den Maßen her, ist das eine 32x32er Platte, wenn man so möchte. Und wir setzen jetzt einfach erstmal Schienen. Ne? Und ihr seht, je nachdem, wie man das Ganze dann verschiebt, wird es dementsprechend größer. Ne? Bevor ich jetzt die Schiene setze, also Maustaste ist momentan keine gedrückt. Wenn man die Maus dann ganz einfach bewegt, kann man die dann halt an die Stelle bewegen, wo man hin möchte. Und wenn man dann die linke Maustaste drücken, dann ist das Teil an der Stelle gesetzt. So, jetzt seht ihr da an der Hand, die das Teil festhält, seht ihr Pfeiltasten. Und mit diesen Pfeiltasten können wir die Schienen drehen. Erstmal so. Und wenn man dann hoch, das ist mit links und rechts, und wenn man dann hoch und runter drücken, können wir das Ganze dann auch noch kippen. So, wir setzen jetzt erstmal eine Schiene, wollen aber eine zweite Schiene da dran haben. Da gehen wir dann hier oben auf diesen doppelten Stein mit dem Plus, da kopieren wir dann einfach ein vorhandenes Teil. Ne? Und weil es so schön war, nehmen wir noch einen dritten. So. Jetzt rote Schienen, sehen ganz eigenartig aus. Die färben wir uns jetzt erstmal um. Dann nehmen wir das Farbwerkzeug, die Schienen, die sind heute in Dunkelsteingrau. Zack, schon sind sie umgefärbt. Das heißt, wir wählen uns hier die Farbe aus, na, gehen mit einem Linksklick drauf und dann einfach einen Linksklick auf den Schienen, dann ändern sie die Farbe. So, jetzt habe ich gesagt, wir bauen Anhänger. Mal sehen, wer darauf kommt, was das für einer wird. So, für einen Anhänger brauchen wir erstmal Achsen. Zack, da brauchen wir zwei Stück von, setzen wir direkt nebeneinander. Ja, das ist halt so die Standardvorgehensweise, wie es halt auch in weiß ich wie vielen Sets ist. So, das Teil will ich jetzt dazwischen setzen, das heißt, das muss ich mir drehen und jetzt sitzt es da drin. Als nächstes
gehen wir wieder hier unten zu den Eisenbahnteilen, nehmen uns so einen Puffer. Jetzt müssen wir dann natürlich gucken. Ein bisschen reinzoomen. Das ist dann immer ein bisschen. Manchmal will er nicht so, wie man selber will. Wobei ich aber auch dazu sagen muss, dass ich irgendwie das Gefühl habe, doch, die sitzen eigentlich richtig zusammen. Hier ist gerade irgendwie. Ah, kann ich schon wieder durchdrehen jetzt. Krieg ich den auf der anderen Seite gesetzt. Ja, auf der anderen Seite kriege ich den gesetzt, so wie ich ihn haben will. Machen wir das so. Dann setzen wir uns jetzt noch hier so einen hin. Dann gehen wir wieder zu den Eisenbahnteilen. Zack. Setzen hier die Platte drauf und haben dann jetzt schon mal das Grundteil. So, jetzt sieht das in Rot natürlich nicht besonders echt aus. Das heißt, wir gehen jetzt hin und färben uns das komplette Teil schwarz wie die Nacht. So. Jetzt haben wir hier einen so einen Anhängerunterteil. Da gehen wir jetzt einfach hin, markieren das, zack. Und der hat jetzt alles markiert, bis auf die zweite Achse. Das macht aber nichts. Setzen wir jetzt dahin, nehmen uns noch so eine Achse, packen die einfach da drunter, färben die eben noch schwarz ein und dann geht es weiter. So, je nachdem, wo ich jetzt hier in dem Bild, also wenn ich auf so einen Teil mit dem Mauszeiger gehe und dann Rechtsklick mache, dann zoomt er mir automatisch auf die Stelle. Ne? Seht ihr jetzt hier, zack, Rechtsklick, jetzt zoomt er mir wieder dahin. So, jetzt ist der hier hinten, ist noch falsch rum. Jetzt hat er alles markiert. So, können wir den mal jetzt mal eben drehen. So, sind die quasi beide schon in der richtigen Richtung. Jetzt gehen wir hin. Mal sehen, wer von euch erkennt, was für einen Anhänger wir bauen. So, setzen den da dran. Setzen den da dran. So, das sieht ja schon mal gut aus, nicht? So, jetzt gehen wir weiter. Sieht das natürlich ein bisschen arg nackt aus. Jetzt gucken wir mal, was wir hier für Teile haben. Wir haben hier einmal, fangen wir mal oben an, haben wir normale Bricks. Ne, was man halt so kennt. Dann haben wir hier Sondersteine in rund. Dann die sogenannten Wedges, also wo man dann halt so ein bisschen Flügel angedeutet hat, so ein Viertelrund und andere Sonderteile. Dann als nächstes haben wir dann hier die normalen Bricks, die modifizierten normalen Bricks. Ne, so mit Snot-Converter und Scharniere und so mit diesen Griffen, wenn man so will. Aber wir brauchen jetzt diese hier. Und zwar den in 1x8. Den finden wir dann hier unten. So, wie gesagt, mit den Pfeiltasten können wir das Ganze drehen. Setzen den dahin. Für die Übersicht färben wir jetzt mal das Grundteil in ne, ist mir zu dunkel. In helles Steingrau. Und kopieren. Und kopieren dieses rote Teil, kopieren das nochmal, drehen das, setzen das dementsprechend genau hier auch auf die andere Seite. Jetzt brauchen wir diesen dort, setzen einen dahin. So, dann als nächstes gehen wir hier zu den Platten. Da brauchen wir jetzt die Platte in 2x4.
setzen eine dahin, kopieren das Teil, kopieren das dahin. Ja, habe mich jetzt genatzt. So, kopieren das Teil, setzen das dahin. So, jetzt brauchen wir wieder welche von den modifizierten Platten. Die finde ich. Ja, manche Sachen, die muss ich dann halt auch suchen. Ne? Das ist, wo sind sie denn jetzt? Die sind hier mit bei. Genau. Die sind hier mit bei. Dann brauche ich jetzt davon. Davon. Da setze ich dann einen dahin. Kopiere die alle. So. Na, wer hat schon eine Idee, was das für ein Anhänger wird? Mal abgesehen davon, dass es ein Container-Anhänger wird. So, das Einfärben mache ich jetzt noch nicht, das mache ich gleich. So, damit in die Zwischenräume nicht ganz so, ich hätte es beinahe gesagt, blöd aussehen, setzen wir dann hier noch Fliesen dazwischen. Entschuldigung. Setzen da solche Fliesen dazwischen. Dann brauchen wir hier noch einer Fliesen. So, man kann sich das natürlich dann immer so schön drehen, wie man es gerade braucht. Ne? Brauchen da so einer Fliesen. Dann als nächstes brauchen wir hier diese einmal einer Steine. Setzen die dahin. Ich verrate jetzt erstmal immer noch nicht, was das wird. So, dann brauche ich. Verzeihung. Zack. Wieder eine ganze Menge. Oder sind die hier? Ja, die sind hier dabei. Dann brauche ich diese dort. Da wird sich jetzt unser Rolli freuen, dass auch in dieser LDD-Variante Käsesägen verbaut werden. So, jetzt haben wir zumindest schon mal den Mittelteil fast fertig. Das sieht jetzt natürlich erstmal ein bisschen doof aus, ne? Deswegen gehen wir jetzt hin und haben jetzt die Möglichkeit, dass wir dann halt auch mal in der Vertikalen bauen. Ist das richtig? Ist das die Vertikale oder laber ich jetzt gerade Unsinn? Ich weiß es nicht genau. Auf jeden Fall jetzt in einer anderen Dimension bauen. Zack. Kopieren wir dahin. Zack. Ja, spätestens nachher, wenn ich die anderen Farben einfüge, dann sollten dann doch schon einige Bescheid wissen, was genau der Papa jetzt hier gerade gebaut hat. So, das wäre schon mal das. Dann brauche ich davon eins, zwei, drei, vier, eins, den kopiere ich dann noch hier rüber. Zack. Zack. So, haben wir ein richtig schönes Mittelteil. Das ist jetzt auch, das Mittelteil zumindest, ist jetzt soweit fertig. Dann setze ich von den Zweiern noch jeweils hier welche hin. Dann brauche ich die in einmal 6. Aha. Da habe ich mich gerade beinahe selber genatzt. So, da muss ich nämlich diese hier
noch jeweils einen verschieben. So. Jetzt brauche ich ein paar Sonderteile. Und zwar brauche ich jetzt für die eine Seite brauche ich jetzt so eine Doppelkäse-Egge. Die setze ich jetzt dahin. Für die andere Seite brauche ich diese Doppelkäse-Ecke auch. Ah, ich kann mir sogar sehr gut vorstellen, dass der ein oder andere jetzt durchaus schon erraten hat, was hier eigentlich gebaut wird. So, jetzt suche ich ein Sonderteil und zwar ein Teil, was zum einen in Autos schon mal als Lehne eingesetzt wird, aber halt in anderen Bereichen, nee, das ist ein maritimes Gedöns, in anderen Bereichen als, das ist ihm ausgesprungen, in anderen Bereichen als Abtrennung oder als Rücken, Lehne, Überrollbügel oder einfach nur als Griff zum Wegwerfen. Und ich habe jetzt gerade, um ehrlich zu sein, zum Verrecken überhaupt keinen Plan, wo ich dieses Teil finden kann. Was natürlich jetzt der ein oder andere dann zum Anlass nehmen kann, um zu sagen von wegen, der Typ, der ist überhaupt nicht vorbereitet. Nö, ursprünglich war es auch gar nicht geplant, dass ich so ein Video mache. Also zumindest war ich mir da heute Morgen noch nicht im Klaren drüber. Deswegen, es war jetzt gerade eine spontane Idee, einfach mal um so ein paar Grundzüge zu zeigen, wie man hier mit dem Programm umgeht. Es macht mir halt Spaß. Wo ist jetzt das Teil? Ist das hier mit bei? Naja, hier hat man nur so Gedöns. Naja, es macht mir halt richtig, richtig Laune. Und ich denke mal, es wird dem einen oder anderen, der halt noch nicht so viel mit dem Programm gearbeitet hat oder vielleicht sogar noch gar nicht mit dem Programm gearbeitet hat, für den kann es durchaus eine kleine Hilfestellung sein. So ein kleines Tutorial, zumindest zum Thema Bricklink, habe ich ja schon mal gemacht. Vielleicht kommt da auch noch mehr, wenn ich irgendwann mal eine Bestellung fertig mache. Dass ich dann mal den kompletten Bestellvorgang, mal aufzeichne, zumindest, wobei die Bezahlung, die kommt dann ja eh später, dass man da halt nichts, dass er da halt nichts seht, weil das geht ja nun mal keinem was an. Und da ist es doch, Mann. Dass ich da mal so einen kompletten Bestellvorgang aufzeichne, einfach mal um zu sehen, wie funktioniert das dann mit dem Bestellen? Ja, so. Jetzt haben wir die da hingesetzt. Jetzt brauche ich natürlich ein paar Technikteile, war ja klar. Und mit den Technikteilen muss ich ganz ehrlich sagen, muss ich zu meiner Schande gestehen, da habe ich noch nicht allzu viel mitgemacht. Deswegen weiß ich da auch jetzt nicht unbedingt, wo ich das Teil, was ich jetzt gerade brauche, finde. Und zwar brauche ich das Teil, wo ich unten eine 1x2er Platte habe und dann der Pinorik hochgeht mit den zwei Löchern. Ich habe gerade keine Ahnung, wo ich ihn finde. Vielleicht finde ich ihn hierbei. Könnte durchaus nicht sein. Ja, wenn ich jetzt schon sowas nachbaue, dann will ich ihn natürlich auch so original wie möglich nachbauen. Weil das, was ich jetzt hier baue, das muss ich zu meiner Schande gestehen, das ist absolut nicht auf meinen Mist gewachsen. Nein, ich baue hier gerade was von einem Lego-Set nach. Und ich habe ja vorhin schon mal in meinem Eisenbahn-Street habe ich zwei LDD-Files zur Verfügung gestellt. Zum einen von einer Amilok von mir, die ich entworfen habe, und zum anderen von einer Eisenbahnbrücke von mir, die ich dann halt dementsprechend auch entworfen habe. Und da habe ich dann also aus Spaß eine Challenge ausgerufen, welcher Rechner am längsten braucht, um aus der Brücke eine Anleitung zu erstellen. Und den gleichen Preis verlose ich hier. Wer mir am Ende sagen kann, was das für ein Anhänger ist, und ich denke mir, dass es da mindestens eine Person geben sollte, die das weiß, auch diese Person gewinnt einen tragbaren Kugelschreiber,
der halt abgeholt werden kann im Jahre 2035. Weil bis dahin sind alle tragbaren Kugelschreiber, die ich habe, schon reserviert. Ja, so viel zum Thema Nonsens. Ich finde jetzt gerade dieses Teil zum Verrecken nicht. Unter welcher Kategorie könnte ich das finden? Ist das hier vielleicht mit bei den... Da sind wir schon mal einen Schritt in die richtige... Da! Man muss einfach nur in der richtigen Kategorie gucken und dann findet man das Teil auch. So, jetzt brauche ich die Technik-Pins. Und zwar brauche ich da jetzt einen diesen. Den stecken wir jetzt hier ins Loch. nee. So, dann brauche ich dieses Rad. Das setze ich dann da dran. Dann brauchen wir hier oben noch einen, so einen Gitter. Wo seid ihr hin? Da unten ist er hin. Guckt euch das an. Brauchen wir hier noch so einen Gitterzweier. Und damit ist der Anhänger bis auf die Farbe soweit fertig. So, und jetzt gehe ich hin, werde diesen Anhänger noch in den passenden Farben einfärben. Und dann könnt ihr quasi sehen, was das für ein Hänger ist. Fangen wir mal an mit dunkelgrau. Zack. Dann machen wir weiter mit... Oh, ist das das? Ist das das richtige Blau? Das müsste theoretisch das richtige Blau sein. Den. Dann das. Ja, spätestens jetzt sollte so ziemlich allen klar sein, aus welchem Set dieses schöne Hängerchen ist, was ich jetzt gerade hier zusammen trümmer. Es ist natürlich ganz klar, viele werden es erraten haben. Es ist aus einem Maersk-Set. Und zwar ist das aus dem Zug, den ich persönlich richtig, richtig gelungen finde. An dieser Stelle möchte ich mich nochmal ganz, ganz herzlich bei unserem GBC-Peter bedanken. Zack! Und schon haben wir einen Containeranhänger gebaut. So. Jetzt kann man sich natürlich denken, boah, ein so ein Anhänger, das ist ja stinklangweilig. Deswegen gehen wir jetzt einfach mal aus Spaß hin. Nehmen wieder hier oben, gehen wieder auf den Pfeil. Markieren den kompletten Anhänger. Drücken auf Plus und haben da einen zweiten von. So einfach kann es gehen. Setzen wir noch die Schienen hier dran. Wie gesagt, können wir jetzt da wieder mit der Maustaste rauszoomen. Zack, nehmen noch so eine Schiene. Setzen die da dran. Und tada. Jetzt haben wir zwei so Anhänger. Ja, jetzt haben wir zwei so Anhänger. Was machen wir mit den beiden Anhängern? Jetzt habe ich euch gezeigt, wie man was baut. Jetzt zeige ich euch, wofür hier oben rechts die drei Felder sind. So, das ganz linke, das ist der Baumodus, wo man dann halt die ganzen Teile hat. Und sich dann halt nach Herzenslust daran gütlich tun darf, um dann halt verschiedene Modelle zu bauen. Der zweite ist ein Anzeigemodus. Da können wir dann hier entweder einen Screenshot machen oder das Modell explodieren lassen. Ja, ist zwar schade drum.
Und das geht auch gleich wieder zusammen. Beim dritten können wir den Hintergrund ändern. So, können wir den Hintergrund ändern, haben wir verschiedene zur Auswahl. Ne? Und hier links ist der Bauanleitungsmodus. Das ist jetzt ein relativ kleines Modell, das heißt, die Bauanleitung, die ist recht schnell erstellt, das sind 52 Seiten. Die können wir dann hier oben mit den Pfeilen, können wir die durchgehen. Ne? Und das ist jetzt bei dem Modell auch recht übersichtlich. Es gibt dann halt Modelle, die ein bisschen komplizierter aufgebaut sind. Da ist das dann nicht ganz so leicht. Ich habe da zum Beispiel auch einen Bauplan von einem Kranzug. Da nicht nur, dass mir da jetzt noch ein paar hundert Teile fehlen, bis ich den bauen kann, also auch über 3.500 Teile, ist über einen Meter lang. Die Kiste, die ist auch mit dem Programm hier erstellt worden. Und die Anleitung davon, die ist wirklich, wenn ich das so sagen darf, richtig kompliziert. Da muss man dann halt wirklich erstmal durchsteigen. Ich klicke mich jetzt einfach mal mit der linken Maustaste hier durch, so dass ihr dann sehen könnt, wie dann halt die Anhänger entstehen. Ja, wie gesagt, also ihr habt es mittlerweile bemerkt, das sind die Anhänger aus dem Maersk-Set. Ja, da habe ich, von dem Set habe ich zwei Stück. Sprich dementsprechend 4 von den Anhänger, 2 von den Loks. Ja, bin auch sehr glücklich drüber. Auch beide aufgebaut. Und irgendwann, wenn die Zeit mal zulässt, ich bin momentan beruflich sehr eingespannt, irgendwann, wenn es die Zeit mal zulässt, dann will ich mir auch eine richtig schöne Stadt bauen und in die Stadt kommt dann auch dementsprechend ein Hafen. Und in den Hafen, da kommt dann natürlich auch eine Eisenbahnabfertigung. So, ja, was brauchen wir jetzt an Teilen hierfür? Wie finden wir das jetzt raus, ohne dass wir dann jetzt jedes Teil einzeln zählen? Das ist ganz einfach, das zeige ich euch. Und zwar geht hier oben auf Datei, auf Export. Und dann seht ihr, hier steht Microsoft Office Open XML Workbook. Das heißt, der exportiert uns dann als Excel-Tabelle. Das Ganze nehmen wir dann jetzt mal Maersk Trailer. Speichern das Ganze mal unter unseren Dokumenten. Speichern. Wunderbar. Jetzt haben wir das dann quasi in den Dokumenten. Da gehe ich nochmal auf den Desktop. Ja, Lego-spezifisches Bild. Perfekt. Zu den eigenen Dokumenten. Und gucke dann unter M. Maersk Trailer. Dann macht uns ein Excel auf. Und hier haben wir dann in der Excel-Tabelle, steht da ganz genau drin, von welchem Teil wir wie viele brauchen. Und da man jetzt hier die Teilenummern hat, kann man dann anhand dieser Teilenummern, kann man dann ohne weiteres bei Bricklink eine Wanted-List erstellen. Zum Thema, wie man eine Wanted-List erstellt bei Bricklink, habe ich auch schon ein Video gemacht. Findet ihr auch im gleichen Bereich wie das Video jetzt hier. Ja, das sind halt die Teile, die man dafür braucht. Das sind insgesamt 161 Teile. Man kann natürlich die Schienen abziehen. Dann sind ein paar weniger. Und ja, das ist, wenn man den nicht unbedingt jetzt in den originalen Maersk-Farben baut, kann man da wirklich ohne große Probleme ganz, ganz viele Anhänger bauen. Was ich auch mache, ich werde den LDD-File davon, den werde ich im Forum unter meinen Zügen oder, ne, den mache ich mit in dem Thread, wo ich ein Video poste, mit zum Download stellen. Ich habe jetzt ungefähr 4000 Mal M gesagt. Und da kann man sich dann, den LDD-File runterladen. Und ich schaue dann mal, ob ich dann die Möglichkeit habe, dass ich auch die Excel-Tabelle da zur Verfügung stelle, dass man dann halt direkt eine Teileliste hat. Ja, was haben wir dann noch für Möglichkeiten hier mit dem Designer? Das zeige ich euch. Also wenn es dann ein bisschen komplizierter wird, den machen wir erstmal Speichern unter. Nennen wir dann Maersk Trailer Speichern. Wenn es dann ein bisschen komplizierter wird, ich gehe jetzt einfach mal auf Öffnen. Ihr seht, hier sind auch ein paar von meinen anderen Sachen drin. Ich hatte vorhin, hatte ich eine Lok zum Download gestellt
Und zwar diese hier. Die habe ich zum Download gestellt. Na, wer die haben möchte, kann sich die Datei gerne runterladen und die Lok nachbauen. Meinetwegen auch in anderen Farben. Wenn er die Lok nachbaut, würde ich mich sehr freuen, wenn ihr davon im Forum dann halt Bilder postet. Ja, und dann vielleicht auch erwähnt, von wem das Modell ist. Ja, wenn es ein bisschen komplizierter werden soll, da hätte ich dann hier zum Beispiel eine Eisenbahnbrücke. Da seht ihr schon, die Datei ist ein bisschen was größer. Die hat knapp 6000 Teile. Ich hoffe, ich habe jetzt den richtigen aufgemacht. Die hat knapp 6000 Teile, ja. Und ist dementsprechend richtig groß, ne? Davon habe ich auch eine Teileliste schon erstellt als XML-Format, also sprich als Excel-Tabelle, ne? Und ja. Also was bei der Brücke, was ich dazu sagen muss, jetzt so im normalen Anguckmodus oder so geht's, aber sobald man da irgendwie anfängt zu bauen, da kann es dann schon mal passieren bei einem langsamen System, dass der anfängt zu ruckeln. Ja. Also ab einer bestimmten Modellgröße oder ab einer bestimmten Teileanzahl, da kann es dann schon mal passieren, dass der LDD ein wenig ans Stocken kommt. Und da ist es dann halt wiederum wichtig, ne, Prozessorleistung. Leider sieht es momentan immer noch so aus, dass der LDD nur einen Prozessorkern unterstützt, was ich persönlich sehr schade finde, weil dann nämlich zum Beispiel, wenn ich jetzt mir aus der Brücke eine Anleitung machen wollen würde, das wird, keine Ahnung, schätzungsweise 6, 7, 8 Stunden dauern, bis er damit fertig ist, weil es halt so viele Teile sind, ne? Beim Bau selber ging es eigentlich recht schnell. Ich habe einen so einen Brückenpfeiler gebaut und zwei habe ich gebaut. Hab einen so ein Schienensegment gebaut. Ihr seht das hier an diesen drei Pinorix, die wiederholen sich hier. Ja. Hab das dann auch einfach kopiert. Ja, und ich bin jetzt hier mit der Brücke noch nicht irgendwie weitergekommen, noch nicht fertig. Einfach, weil mir momentan wirklich die Zeit dafür fehlt. Vielleicht hat von euch ja irgendjemand eine Idee, wie man die Brücke hier abschließen kann oder wie man dann hier an der Seite noch ein Geländer dran kriegt, dass der Zug nicht runterplumpst ins Wasser. Die ist auch in meinem Meisterschnorrers-Züge-Thread ist der LDD-File von der Brücke quasi auch veröffentlicht und steht zum Download bereit. Das ist eine Sache. Dann das andere, was ich dann noch habe. Da hat mich ein User aus dem Forum draufgebracht. Das war Darkstone. Hat mir ein Bild von der Lok gezeigt, von der gelb-roten. Hat gesagt, bau die doch mal nach. Das ist dann halt so im Endeffekt jetzt Versuch, ja, so Ausbaustufe 5, Punkt 1, wenn man so will. Da habe ich dann hier die Farben ein bisschen angepasst. Da fehlen mir jetzt noch ungefähr 100 Teile, dann kann ich die auch bauen. Besonderheit bei der Lok ist, die ist nicht ganz normal in 6 Wide gebaut, sondern in 8 Wide. Ne, was dann halt für Eisenbahnen eher untypisch ist. Das sieht man dann auch, wenn man jetzt hier so zwischenguckt, dass man da halt eine kleine Lücke hat. Deswegen hängen hier die Ketten, damit er nicht ganz so extrem auffällt. Ja, das sind dann halt so die Sachen, die man mit dem Designer machen kann. Es erfordert ein bisschen Übung. Man muss sich da erstmal reinfinden. Dann stellenweise auch, was das Bauen angeht, ein bisschen um die Ecke denken. Also dreidimensionales Denken ist hier an der Stelle schon sehr, sehr wichtig und man darf nicht verzagen. Also manchmal klappt es nicht so auf Anhieb, wie man sich das vorstellt. Ne? Da muss man dann einfach dranbleiben und weiter üben. Ne? So, jetzt muss ich mal kurz einen Schluck trinken. So, diese ganzen Sonderfunktionen hier oben. Also da hat man dann ein Drehwerkzeug, dann noch ein Werkzeug zum Umklappen. Das Umklappwerkzeug, da braucht man dann hier zum Beispiel für die. Wie kriege ich das jetzt angesetzt? Da. Ja, keine Ahnung. Also mit dem Umklappwerkzeug, mit diesen Werkzeugen, da muss ich ganz ehrlich sagen, da muss ich mich selber erst noch mal ein bisschen reinarbeiten. Dazu kommt bestimmt noch ein Tutorial. Das dauert aber noch ein bisschen. Weil ich bin jetzt demnächst erstmal auf Dienstreise. Verzeihung. Bin demnächst erstmal auf Dienstreise. Wenn ich danach wieder da bin, geht auch direkt die Arbeit wieder los. Also das sind so Sachen, das kann ich nur machen, wenn ich zwischendurch mal ein paar Tage frei habe. Aber da kommt auf jeden Fall noch was. Na, dann. Ja, was haben wir dann noch hier so? Also Versuch 1, jetzt so
Halt die Lok, die ich auch zum Download gestellt habe, in einer anderen Farbvariante. Und noch nicht mit allen Anbauteilen. Ne? Einfach mal so, waren so verschiedene Versuche. Man muss ja selber erstmal irgendwie so ein bisschen da reinfinden. Ja, dann habe ich die hier mal nachgebaut. Ja, die ist normalerweise grün-orange und mittlerweile unbezahlbar. Ja, und ja, also angefangen habe ich wirklich bei dem Digital Designer. Ich habe mir Bauanleitungen genommen und habe Sachen nachgebaut. Punkt aus. So, und mit der Zeit kam das dann halt so, dass man dann halt wirklich, dass ich dann wirklich halt angefangen habe, Sachen selber zu entwerfen. Ja, so, an dieser Stelle mache ich jetzt einen Cut. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich hoffe, das Video hilft euch weiter. Und ja, mir bleibt jetzt einfach nur noch zu sagen, na, viel Spaß beim Gucken und wir lesen uns im Forum. Meister Schnorrer sagt, danke fürs Zuhören, danke fürs Zugucken und wünsche noch einen charmanten Abend, Tag, Woche, Wochenende, whatever. Bis denn dann, tschüss.